Wir haben heute viel über technologische Lösungen gehört. Wir haben viel über Ansätze der Zusammenarbeit gehört. Wir haben bisher noch ganz wenig dazu gehört, wie das eigentlich kommunikativ in den einzelnen Ländern aussieht, welche Rolle die Presse spielt, die Pressefreiheit und ähnliche Dinge. Sie betreuten die Studiengruppe Media Management und Innovation und die hat das Thema Kommunikation zum Thema Wasser in den einzelnen Studiengruppen überprüft. Sie war sozusagen in allen Gruppen mit dabei und hat dort eben kontrastreich und interessant die Rolle der Presse daran mit angeschaut und gesehen, welche Themen sind eigentlich kommunikativ mit bearbeitet worden. Ja. Sagen Sie, was hat Sie eigentlich an diesem Studienprojekt so fasziniert? Warum haben Sie sich engagiert? Was hat mich besonders fasziniert? Mich hat fasziniert und die Studierenden eigentlich auch, dass es ein interdisziplinäres Projekt ist. Wir haben ja unterschiedliche Medien betrachtet, einmal die klassischen Medien, aber wir haben auch so einen kleinen Blick auf die sozialen Medien natürlich geworfen. Und eigentlich müsste man oder sollte man ja vielleicht denken, dass die klassischen Medien neutral, sachlich und geradeaus berichten. Das ist zum großen Teil auch so, aber das ist zu einem nicht unerheblichen Teil auch ein bisschen anders. Und da haben wir geprüft, wie sieht das denn mit der Quellenverfügbarkeit aus, welche Quellen werden genutzt, wie verlässlich sind die Aussagen, die in den Medien gemacht wurden. Wenn Sie so die Ergebnisse der Studiengruppen reflektieren und auch den spannenden Vortrag jetzt ganz zum Schluss, was sind so die größten Diskrepanzen, wenn Sie den kommunikativen Diskurs angucken, zumindest jetzt mal hier in Deutschland? Also die größten Diskrepanzen bestehen tatsächlich da, wo Expertenmeinungen nicht explizit auch dargestellt werden in den Medien. Und was mich an Ihrem Vortrag begeistert hat, das ist eigentlich auch das Fazit, was wir gezogen haben, dass Gemeinschaftlichkeit natürlich das Thema weiter voranbringt. Herr Professor Mindermeier, Sie haben ja anfänglich das Thema mit den Trade-offs und den Win-Win-Situationen beschrieben. Wenn Sie das gemeinsam mal angucken, welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht das Thema Kommunikation? Wie weit fördert das eine? Ich hatte ja angesprochen, es ist wichtig, dass Unternehmen sich beteiligen, dass Unternehmen auch was tun. Ja, und es gibt ein eigenartiges Problem, wenn Unternehmen nun tatsächlich den Schritt tun und sich in so Diskurse einbringen, mitdiskutieren, mitarbeiten, dann ist schnell der Verdacht da, dass das irgendwie nur strategisch Klugheitsüberlegungen sind und das wirkt dann vielleicht nicht so glaubwürdig und dann schießt man vielleicht kommunikationspolitischen Eigentor. Sie sind ja Geschäftsführerin der Bodensee-Stiftung. Sie engagieren sich ja unter anderem auch in dem Nestle-NGO-Beirat. Was ist Ihre Erfahrung und was ist auch so das, was Sie motiviert mit Ihrem Projekt und mit Ihrer Stiftung? Wir behalten uns natürlich vor, da auch sehr kritisch zu diskutieren. Warum sind wir als Global Nature Fund jetzt in diesen Beirat hineingegangen? Weil wir eben denken oder davon überzeugt sind, dass sich die Lösungen insbesondere, aber nicht nur, aber insbesondere auch zum Thema Wasserressourcen nur eben gemeinschaftlich entwickeln und vor allen Dingen auch umsetzen lassen. Unsere Aufgabe sehen wir eben darin, Nestle immer wieder zu pushen. Wie gut ist denn dieses Pushen gelungen, Frau Stübig? Ja, da machen die NGOs, glaube ich, doch einen guten Job, arbeiten da wirklich auf einer guten Vertrauensbasis zusammen, was wichtig ist, was für uns als Unternehmen auch wichtig ist, dass wir Dinge offen mit unserem NGO-Beirat diskutieren können. Ja, und natürlich, wir als Nestle haben nicht dieses Expertenwissen, was wir uns über die NGOs definitiv reinholen. Was wir vielleicht besser machen könnten, ist, wir sind wahrscheinlich ein bisschen langsam. Und wenn Marion so hier schön aufzählt, können wir mit Sicherheit noch mehr machen. Wir haben auch einen Verbraucherbeirat. Ich sage mal so ein bisschen das Gegenstück zu unserem NGO-Beirat. Und natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit, gerade hier in Deutschland, ist für die Verbraucher ein wichtiges Thema. Es ist nochmal eine ganz andere Perspektive aus wissenschaftlicher Sicht auf die Veränderung der Wasserquellen zu achten. So, was ist Ihre Einschätzung dazu? Also ich würde lieber die Gelegenheit nutzen, weil deswegen bin ich auch eigentlich gekommen und finde ich das interessant, also diesen ethischen Punkt besser zu verstehen. Zum Beispiel eben an Frau Hammer. Was können Sie ein Beispiel nennen jetzt vielleicht auch von den vier Fällen, wo eben Sie versucht haben zu pushen? Okay, ein konkretes Beispiel, da geht es um Vittel, der Klebo, der erwähnt, der die,
die Wasserkommission, zu der eben nicht nur Vittel gehört, sondern auch die Gemeinden aus dem benachbarten Watershed-Gebiet und so weiter, dass die diejenigen sind, die unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschrift diese gesetzlichen Schritte auch transparent gemacht werden müssen, auch in der Kommunikation von Nestle, aber dass der Ganze, dass das Ganze auf einer gesetzlichen Prozedere beruhen muss, das sollte nochmal hervorgehoben werden. Und da ist eben der erste Ansprechpartner ist diese Wasserkommission, da sind die Bürger vertreten und die sollen und müssen ihre Rechte da auch, ihre Beteiligungsrechte auch wahrnehmen. Das ist zum Beispiel etwas, was sich in den deutschen Medien gar nicht wiederfindet. Und diese sachlichen Diskussionen oder diese sachlichen Informationen, die Sie uns jetzt geben, die haben wir, also zumindest in den Medien, die wir angeschaut haben, gar nicht gefunden. Und das wäre ja wichtig, das vielleicht auch kommunikativ nochmal aufzuarbeiten. Ja, ich bin gerade nochmal zu der ethischen Frage auch angesprochen worden. Zum einen wird es ja häufig so konstruiert, dass wirtschaftliches Handeln, marktwirtschaftliche Tätigkeit, also die Tätigkeit von Unternehmen eigeninteressiert beziehungsweise zumindest unternehmensinteressiert ist und Marktwirtschaft überhaupt eben Eigeninteressiertheit fördert. Das ist vor allen Dingen deswegen nicht ganz richtig, weil man grundsätzlich erstmal anerkennen muss, dass die Marktwirtschaft nicht nur ein Effizienzprojekt ist, sondern eben auch ein ethisches Projekt. Also zum Beispiel, wenn wir Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, dann ist es für uns oft schlecht und dann wird auch oft gesagt, es ist moralisch verwerflich, da werden Arbeitsplätze abgebaut, nur weil man irgendwo anders günstiger produzieren kann. Und wir übersehen, dass es Menschen irgendwo gibt, die diese Arbeitsplätze dringend nötig haben. Was man natürlich nicht sagen kann und was auch kein Mensch heutzutage behauptet, ist, dass die Marktwirtschaft dann einfach laufen muss und alles ist wunderbar, sondern wir wissen, es muss Regeln geben. Nochmal zu dem Pushen ganz kurz. Also es wurde ja heute sehr viel von der AWS-Zertifizierung, die wurde genannt und das ist ja auch ein wichtiger Schritt, den nicht nur Nestle, aber auch Nestle ergriffen hat. Und da sind wir schon dabei, dass wir als Beirat sagen, gutes Instrument, aber es muss auch gut genutzt werden. Und Nestle sollte auf jeden Fall das höchstmögliche anspruchsvolle Level da auch nutzen. Ich würde gerne noch was zur Kommunikation sagen, weil ich halte das auch für zentral. Man muss erstmal eine Sprache finden. Öffentlicher Sektor, öffentliche Behörden reden mit Unternehmen, reden mit Bevölkerung. Das ist eine Herausforderung. Eine Frage an Herrn Lammerding. Ich finde, wir konzentrieren uns hier gerade sehr auf Nestle und auf das, was große Akteure machen können. Aber was ich auch wichtig finde, ist zu sehen, dass hier sehr, sehr viele Studenten sitzen, also viele Verbraucher, junge Leute. Was können wir über unseren eigenen Verbrauch sozusagen lernen? Was können wir verbessern? Auch für die Konsumenten hier bedeutet es, wir nutzen ja diese 120 Liter flüssiges Wasser aus der Wasserleitung, aber wir nutzen, sagen wir mal, rund 4000 Liter dieses sogenannten virtuellen Wassers pro Tag, das heißt des Wassers, das genutzt wird für die Produktion von Gütern, die wir jeden Tag konsumieren. Insbesondere davon gehen etwa 80% sind eben in landwirtschaftlichen Gütern, insbesondere Nahrungsmittel, aber auch die ganzen Baumwoll-T-Shirts, die wir anhaben. Ganz klar ist zum Beispiel eben für T-Shirts, wir müssen dringend runtergehen von der Fast Fashion. Das Thema liegt jetzt nicht im Abfüllen von Flaschenwasser, sondern in unserem Konsum und in der Herstellung. Und in 70% weltweit geht das Wasser in die Landwirtschaft. Ja? Und daran müssen wir arbeiten und auch wir als Nestle, weil wir sind natürlich auch ein Abnehmer von der Landwirtschaft. Unser Fleischkonsum und Fleischverbrauch, auch da sind immense Wassermengen drin, fast an die 15.000 Liter bei Rindersteaks. Was würden Sie denn sagen, wie viele Projekte könnten Sie denn umsetzen, wenn Sie die Gewinne aus dem Wasser in Äthiopien reinvestieren bis zu einem Zeitpunkt, wo dieses Land außerhalb einer humanitären Krise ist, wo Menschen ohne Wasser verelend. Ich meine, hier wird Wirtschaftsethik studiert. Wir machen Gewinne, um die dann wieder, ich sage mal, zu reinvestieren. Und wir müssen natürlich auch vor Ort dementsprechend, wir machen Arbeitsplätze, wir bauen Werke auf und geben dort der Gesellschaft einen Mehrwert. Natürlich müssen wir als Unternehmen vor Ort mitarbeiten. Und das kam ja auch noch mal mehrmals von Herrn Lammerding, der sagt,
über den Sektor hinaus zusammen. Es ist nie nur Nestle, sondern es ist immer ein großes Konglomerat. Und dann kommt natürlich auch noch die öffentliche Hand und die Regierung dazu. Das heißt, Ihre Botschaft ist, auch wenn wir der Größte sind, selbst wenn wir alles Geld dafür ausgeben würden, würden wir die Probleme damit alleine nicht lösen können. Ich habe nur überrascht, an zwei Stellen ist die Aussage gefallen, ja, wir sind ja keine Wasserexperten oder die Unternehmen sind ja keine Wasserexperten. Das hat mich ziemlich überrascht, als ein Unternehmen, was auf der ganzen Welt Wasser abfüllt, Nestlé, dann zu sagen, naja, wir sind ja keine Wasserexperten. Das finde ich schon eine sehr interessante Aussage. Und ich glaube, Herr Lammerding hat es auch einmal gesagt, dass viele Unternehmen irgendwie Maps erstellen von ihrem Wasser, von ihrer Wassernutzung und dann aber sagen, naja, was machen wir jetzt damit? Wir sind ja keine Wasserexperten. Es geht jetzt natürlich, haben wir Wasserabfüllfabriken, wo wir unser Wasser abfüllen, aber wir sind eigentlich ein Lebensmittelproduzent. So, und wenn ich dann anfange, die 70% Wasserverbrauch in der Agrar- und in der Lebensmittelkette zu bearbeiten und diskutiere über Tröpfchenbewässerung oder über andere Sachen oder über Tools, die NGOs entwickeln, wo wir über den Wasserverbrauch diskutieren können oder wie das Klima sich entwandelt oder wie viel weniger Wasser in 5 Jahren dort zur Verfügung ist. Da brauche ich die Experten. Das Wissen habe ich als Nestler definitiv nicht. Ob das Engagement in dem Fall von Nestle angemessen ist, da würde ich differenziert darauf antworten. Jetzt aus meiner Sicht als NGO denke im landwirtschaftlichen Bereich, da macht Nestle einiges, aber es läuft aus unserer Sicht nicht schnell genug. Also da sagen wir als NGO-Beirat immer wieder, wir haben jetzt keine Zeit mehr für die kleinen Schritte, wir haben alle Lösungen auf dem Tisch, egal ob jetzt Tröpfchenbewässerung oder auch, wo Nestle auch unbedingt drüber nachdenken müsste, eben Veränderung von Kulturen, Kalifornien zum Beispiel, da klang es ja an, ist es da überhaupt noch angemessen, kann man in Zukunft da überhaupt noch Mandeln produzieren oder Zitrusfrüchte und so weiter. Ne? Also da muss Nestle, aber alle anderen auch, müssen da viel schneller werden, denn die werden gerade vom Klimawandel auch eingeholt. Also wenn es irgend geht, wenn wir die Thematik fortsetzen, ich finde, da ist noch genug Potenzial, dass wir weiter bearbeiten können, gerne auch mit den Leuten, die sich jetzt beteiligt haben, das würde mich auch sehr freuen.